I'm Anita Farke und spreche die Exoda Block News. Niedersachsen. One dead in fire at refugee accommodation. Report. In the night from Saturday to Sunday, a devastating fire broke out in a refugee accommodation in Lower Saxony, resulting in one person losing their life. The fire broke out around 2 a.m. and quickly spread due to the construction of the building. Firefighters were working on a large scale to bring the fire under control and to bring the residents to safety. Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, befand sich im ersten Stock des dreistöckigen Gebäudes. Augenzeugen berichteten, dass sie von dichten Rauchschwaden geweckt wurden und schreiende Menschen in Panik die Treppen hinunterstürmten. Die meisten der etwa 50 Bewohner konnten rechtzeitig evakuiert werden, jedoch bestätigte die Polizei am Sonntagmorgen, dass eine Person den Flammen zum Opfer fiel. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. die polizei und die feuerwehr haben die ermittlungen aufgenommen um den hergang und die brandursache zu klären laut ersten informationen befanden sich in dem betroffenen gebäude hauptsächlich familien aus syrien afghanistan und dem irak. psychologists and social workers are on site to help and provide psychological support to those affected it is a terrible tragedy we are all deeply affected mayor hans miller said in an initial statement. Our thoughts are with the victims and their families. We will do everything we can to help them during this difficult time. Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl und Amnesty International fordern nach dem Vorfall eine gründliche Überprüfung aller Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland. Das Leben von Flüchtlingen darf nicht durch Nachlässigkeit gefährdet werden. Sicherheit muss oberste Priorität haben, erklärte Martin Tausch, Sprecher von Pro-Asyl, in einer Pressemitteilung. Die Flüchtlingskrise hat in Deutschland zu verstärkter politischer Debatte über Wohnraumsicherheit und Integrationskonzepte geführt. Bundesinnenministerin Katharina Schulz hat betont, die Standards in Flüchtlingsunterkünften zu überprüfen und gegebenenfalls zu erhöhen. Jeder, der in Deutschland Schutz sucht, hat das Recht auf eine sichere und menschenwürdige Unterkunft, sagte Schulz. Die Gemeinde plant eine Trauerfeier für das verstorbene Opfer, um gemeinsam zu trauern und ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Gleichzeitig wird es verschiedene Spendenaktionen zur Unterstützung der Betroffenen geben. Freiwillige Organisationen, örtliche Vereine und zahlreiche Privatpersonen haben bereits ihre Hilfsbereitschaft signalisiert. Autor Anita Farke, Datum Montag, 8. Juli 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.